Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute wird es besonders spannend, denn heute gibt es die KitKat Minis in White aus den USA. Und wisst ihr, was ich da erfahren habe vor kurzem? Die KitKat Minis White aus den USA, die haben eine andere weiße Schokolade als die KitKats, die wir hier in Deutschland bekommen. Denn die werden hier von der Hershey Company produziert. Ist das nicht abgefahren? Es gibt also auf der Welt verschiedene KitKats mit verschiedenem, also KitKat mit verschiedener weißer Schokolade. Und das finde ich richtig abgefahren. Wahrscheinlich müsste ich mal die Minis mit anderen Minis austauschen, aber die Minis gibt es bei uns noch gar nicht in weiß, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls ihr KitKat hier als Minisnack in weiß gesehen habt, dann wäre das ja der perfekte Vergleich. Die habe ich mir damals in den USA gekauft und auch schon mal so ein bisschen reingeschaut, denn es ist so ein bisschen was passiert mit diesen KitKat Minis. Vielleicht könnt ihr auch raten, was damit passiert ist. Also ich war in Florida, da ist es sehr, sehr warm. Und ich wollte aber trotzdem diese KitKat Minis einfach haben und deswegen habe ich sie gekauft. Ja, und also unser Auto war immer gut klimatisiert und so weiter, weil ich glaube, es gab auch Momente, da hat die Sonne mal so richtig aufs Auto geschienen und da waren diese KitKat White auch im Auto. Und ich mache sie jetzt einfach nochmal auf. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt und wir schauen uns mal an, was das bedeutet. Das sieht ja erstmal harmlos aus, ne? Aber das muss auch mal sein. Es ist nicht, oh, es kommt nicht immer alles perfekt an. So sehen die aus, die KitKat Bites. Es ist ein riesiges, weißes, aber auch sehr leckeres KitKat Monster geworden. Einzeln sind sie aber auch noch hier drin vertreten. Es hat sich so ein bisschen, sind die verschmolzen. Und ich werde die nochmal gemeinsam mit euch verköstigen. So geschmolzene Schokolade, manchmal schmeckt die nicht mehr ganz so geil. Aber ich bin mir sicher, schaut mal, wie klein die sind. Die sind jetzt nicht geschrumpft, die sind echt so klein. Dass die ganz lecker schmecken werden. Trotzdem. Weiße Schokolade ist ja schon sehr, sehr schmelzig, intensiv. Ich packe mal das Ding hier wieder rein. Und das merkt man auch hier. Der KitKat, also es ist ja wirklich auch gar nicht so groß, deswegen ist es wirklich so, wie so ein, ja fast so groß wie so ein kleiner Kinderschokoladenriegelbalken. Echt mini. Aber toll zum Snacken, mein lieber Scholli. Nehmen wir mal zwei Stück in den Mund. Und wow. Wir schauen uns mal dieses Wahnsinnskonstrukt hier an. Das ist schon moderne Kunst, oder? Könnte man fast verkaufen. KitKat Mini Ghost Art. Spannend. Geschmacklich. Oh doch. Die weiße Schokolade ist super intensiv. Obwohl sie schon einmal in der Sonne geschmolzen ist, hat sie hier noch einen richtig geilen Geschmack, muss man sagen. Schmeckt richtig, richtig lecker. Diese kleinen Portionchen sind wirklich, wirklich niedlich. Ich mag auch die weiße Schokolade von Hershey's. Die ist wirklich ganz besonders. Nochmal, es schmeckt anders als unser deutsches weißes KitKat. Wirklich. Ich würde im Ganzen hier auf einer Skala von 1 bis 10 für weiße Schokolade, Freunde, ja, doch, auf jeden Fall 9 Punkte geben. Ich habe noch nicht 10 Punkte gegeben, weil 10 Punkte würde ich vergeben, wenn ich sie nochmal im direkten Vergleich testen würde und sie würden dann gewinnen. Ja, wenn ich, und deswegen habe ich denen erstmal 9 Punkte gegeben. Ich wollte noch nicht so viel vorwegnehmen, ihr Lieben. Also 9 Punkte für die KitKat Minis White aus den USA von mit Hershey's weiße Schokolade, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!